Die Situation, die wir jetzt haben, ist dieser riesengroße Minengürtel, vor allen Dingen im Osten der Ukraine, der dazu führt, dass selbst wenn die ukrainischen Kräfte ein Stück wieder verteidigen können, und verteidigen heißt ja immer Menschenleben retten oder Menschen befreien, die seit anderthalb Jahren unter Belagerung manchmal im Keller leben müssen, dass die Situation eintritt, dass von russischer Seite über das Vorbewegen der ukrainischen Kräfte im Zweifel wieder gerade Minen drüber hinweggeschossen können und die ukrainischen Kräfte sind dann sogar eingeschlossen in diesem Minenfeld. Plus das Minenfeld ist so groß, es gibt Zahlen ungefähr die Größe, wenn man jetzt allein Westdeutschland sehen würde, roundabout. So, und jetzt ist die Frage, wie kommt man über diesen Minengürtel drüber, wenn er so stark vermint ist auf dieser Größe, dass man die Minen nicht einfach räumen kann, weil man unter ständigem Beschuss steht. Und deswegen hat die Ukraine deutlich gemacht, wir brauchen eben Material, was über dieses Minenfeld rübergeht.